warum er schwarz ist. Was, er hier oder was? Und er seine Partei nicht kennt. Er hier. Okay, er ist schwarz und er kennt seine Partei nicht. Ist das jetzt, ist das, wie ist denn das jetzt gemeint? Ist, also frage ich mich erstmal, erstmal Thumbnail-Analyse. Heißt das, er wählt CDU? Oder glaubt er, dass er schwarz ist? Oder wie? cool zusammengefasst in einem YouTube-Video. Herzlich willkommen bei Sinans Woche, die Show. Heute wird's wild. Ich zeige euch den neuesten. Achso, das habe ich jetzt gar nicht vermutet, wenn ich ein Sinan-Video gucke, das dann wild wird. Aber danke für den Content-Note für die Süßmaus-Antifa politischen Schwachsinn aus US erkläre, was das mit den Grünen zu tun hat, schwenke dann rüber zu Robert Habeck, der seine eigene Partei anscheinend nicht kennt und beschreibe dann, wieso die Grünen sich in einem schrecklichen Dilemma befinden. Also, schwitzt die Ohren, lehnt euch zurück, nickt, wenn ihr mir zustimmt und kommentiert mit Hass, wenn ihr mir widersprechen wollt. So macht man das nämlich im Internet. Ja. Und damit viel Spaß. Hatte mal die nachrichten als großer basketballfan verfolge ich natürlich auch was in der nba der nordamerikanischen profiliga so abgeht gerade sind die boston celtics nach 4 zu 1 siegen gegen die dallas mavericks meister geworden wenn man wie ich die liga und die sozialen medien verfolgt spielt einem der algorithmus immer wieder spannende schlagzeilen in die timeline. So bin ich auf ein Bild der beiden Cheftrainer der jeweiligen Mannschaften gestoßen. Auf der linken Seite sehen wir Jason Kidd, den Trainer der Dallas Mavericks, und auf der rechten Seite Joey Missoula, den Trainer der Boston Celtics. Ja, hm, was könnte es Spannendes über diese beiden Trainer zu sagen geben? Zum zweiten Mal in der Geschichte der NBA standen sich zwei schwarze Trainer in den Finals gegenüber hm, okay. Eine kleine Geschichtsstunde. 2011 hat Jason Kidd zusammen mit Dirk Nowitzki die Meisterschaft für die Dallas Mavericks gewonnen. Ja, vielleicht fragen sich jetzt manche, puh, ganz vergessen, dass Dirk Nowitzki schwarz war. Oder ist Jason Kidd vielleicht doch weißer, als es der Autor dieses Beitrags wahrhaben möchte? Also, also zumindest, was jetzt den realen Hautton betrifft. Hier geht es um die Coaches, ne? Also we weiß sie denn, was ein Coach ist und was ein Spieler ist und wo der Unterschied dazwischen ist. Also Im Übrigen, wir sehen, uns, wir sehen uns gar nicht so unähnlich, oder? Bin ich schwarz? Um die Sache aufzuklären. Jason Kidd ist ein Mischling. Sein Vater ist Afroamerikaner und seine Mutter ist irisch-amerikanisch. Also genau genommen ist Jason Kidd, wenn man diese Einteilung schon machen möchte. Nicht schwarz, nicht weiß, sondern wie man im Englischen sagt, mixed. Bei Joey Missoula. Ist das jetzt ein Rassenrealismus-Video oder wie? Wird jetzt hier, werden jetzt hier Rassen analysiert mit Stammbaum oder, oder worum geht es jetzt hier? sieht im Übrigen ähnlich aus. Bei ihm ist die Mutter Afroamerikaner und der Vater Sizilianer, also Italiener. Ich finde es immer wieder hochgradig amüsant, wie gerade gemischte Ethnien identitätspolitisch verliebte Journalisten an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft bringen. Äh, sind die jetzt schwarz oder weiß? <laughs> ja. Nee, das ist eigentlich relativ simpel, wenn die, wenn die sich selber, wenn die sagen, I'm black, dann sind sie schwarz. Oh, so, hä? Hey, nimm einfach Rücksicht auf das, was die sagen. So. Hm? Also, die, ich meine, die einzigen, die da jetzt irgendwelche Stammbäume sich angucken und Rassenhautfarben äh, analysieren und irgendwelche äh, Rassenüberlegungen anstellen, sind halt entweder so Debate-Brotrottel wie Sinan oder halt Rassisten. Ne? Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ist dieses Schwarz-Weiß-Denken hier im wahrsten Sinne des Wortes bei Mischlingen einfach nicht sinnvoll. Mal darüber nachgedacht. Als. Äh, Achso, dann so, sollen, da, sollen die in die Schlagzeile reinschreiben, statt dass sich da zwei schwarze Coaches gegenüberstehen, die sich wahrscheinlich auch selber als schwarz identifizieren, sollen die reinschreiben, da stehen sich zwei Mischlings-Coaches gegenüber und dann ist sie dann zufrieden, oder was? Wer hat denn jetzt da was von? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Großer Fan der NBA weiß man, dass seit Jahrzehnten die Anzahl der Spieler mit durchmischten Ethnien ständig zunimmt. Um das mal zu illustrieren, habe ich mir die Mühe gemacht, 21 Spieler herauszupicken und nebeneinander zu stellen. Okay, es werden hier wirklich die Hautfarbenkarten ausgepackt oder was? Von ganz hell bis ganz dunkel. <laughs> Ach, was soll man sagen? Im Gegensatz zum biologischen Geschlecht scheint Hautfarbe tatsächlich ein Spektrum zu sein. Äh, ja, okay, das hat er auch immer noch nicht verstanden. Naja, macht ja auch nichts. Ne? Fast die Hälfte der hier gezeigten Spieler ist meiner Information nach mixed. Und um das in aller Deutlichkeit zu sagen, ich finde das so schön. Solche Postings hingegen versuchen in diesem kontinuierlichen Spektrum eine, eine Linie zu ziehen und zu sagen, bis hierhin ist weiß und ab da ist alles schwarz. Das ist komplett bescheuert. Nein. Äh, die einzigen Trottel, die versuchen Linien zu ziehen, sind die Babe Bros. Hier wird ja gerade genau keine Linie gezogen. Sondern hier wird einfach gesagt, es sind two Black Coaches. So, fertig. So, Sinan möchte eine Linie ziehen, sagt dann, okay, ich kann keine Linie ziehen, also müssen wir die als Mixed bezeichnen. Wenn du das machen möchtest, musst du alle Menschen als Mixed bezeichnen. Weil letzten Endes wir alle der gleichen Abstammung, äh, äh, ne? Also wir sind alle, wenn man sich das äh, evolutionshistorisch anguckt, stammen wir alle vom gleichen Kontinent ab und vom gleichen, aus dem gleichen Gebiet im Zentralafrika. Also wenn wenn du jetzt diese rassistischen Maßstäbe ansetzt, musst du bei allen Menschen sagen, sind mixed. So da aber da aber Menschen, die keine Debate Bros sind und die keine Rassisten sind, sich dafür nicht jucken und dann einfach sagen Black. So und dann ist das auch gut so. Dann dann da, wo ist das Problem? Verstehe ich nicht. Ich meine ich kenne ja dieses Debate-Pro-Argument, ne? dieses Debate-Pro-Argument, dass die Leute sagen: Ja, Moment mal, du kannst ja gar nicht genau sagen, wo jetzt hier die Grenze ist. Ab wann darf denn jetzt hier jemand die äh, N-Bombe benutzen, weil er schwarz ist? Du kannst mir ja gen hat ja ne, Hugo zum Beispiel im Talk mit Karl hatte das ja äh, versucht zu verargumentieren, dieses Blödsinns argument Du kannst ja genau gar nicht sagen, ab wie viel Melanin ist jetzt jemand schwarz? Und kann jetzt die N-Bombe benutzen? Ne? Kannst du ja gar nicht sagen. Oder kann in ein Museum gehen für äh, ne? und so weiter. So, ja. Und jetzt? Who cares? Warum müssen wir? Warum müssen wir mit Hautfarbenkarten da sitzen und irgendwelche Grenzen ziehen? Machen wir ja sonst auch nicht. Juckt ja sonst auch niemanden. So. Kann, kann mir irgendeiner von diesen Debate-Bros sagen, ab wann jemand als gehbehindert äh, gilt und zum Beispiel eine Rampe benutzen darf? Wo ist denn die Grenze? Wann ist denn jemand gehbehindert? Müll jetzt sagen, ja, wenn er im Rollstuhl sitzt. Ja, okay, was ist, denn, was ist denn jetzt mit jemandem, der mit Krücken läuft? Darf der auch die Rampe benutzen? Hm, schwierig. Ja, okay, was ist jetzt mit jemandem, der mit Krücken läuft, aber nur temporär? Und der theoretisch auch ohne Krücken die Treppe hochlaufen könnte, aber dann Schmerzen hätte? Darf der auch? Okay, wie hoch muss der Grad der Schmerzen jetzt sein, dass er die Rampe benutzen darf? Na, wo ziehst du denn jetzt die Grenze bei G behindert? Hm? Kannst du gar nicht. Okay, dann lass uns doch die Rampen abschaffen. Äh, Blödsinnsargument. Komplettes Blödsinnsargument. Oder nehmen wir zum Beispiel, pf, keine Ahnung. Arbeitsunfähigkeit. Ne? Arbeitsunfähigkeit. Also. Hier geht, es ja, hier geht es ja sozusagen um eine betroffene Gruppe, Zuschreibung zu einer betroffenen Gruppe und dann damit äh, irgendwelche ähm, aus deren Sicht Privilegien, die sich daraus ableiten. Ne? Zum Beispiel empowernd, die N-Bombe zu benutzen, um ihr die Macht zu nehmen. So. Jetzt nehmen wir Berufsunfähigkeit. Ab wann ist denn jemand berufsunfähig? Wo ist denn die Grenze? Ne? Was, muss denn, was müssen denn für Kriterien erfüllt sein, dass jemand berufsunfähig ist? Also betroffen ist und das Privileg bekommen kann. Wo ist denn die Grenze? Kannst du mit allem machen. So, wo ist, kann, kann einem keiner definieren, wo die Grenze ist. Kann einem niemand, auch ein Hugo wird einem das nicht definieren können. Und jetzt schaffen wir es ab, sagen wir, okay, gibt keine Berufsunfähigkeitsrente mehr, weil wir können ja keine Grenze festlegen. Juckt uns nicht. Weil wir verstehen, als Menschen, die sie noch alle haben, verstehen, dass das ein debate Bro Blödsins-Argument ist, was nur Diskriminierung und Ausgrenzung nach vorne bringen möchte. Im Kern. Und letzten Endes vollkommen egal ist. Weil diese beiden Männer, die da eben gezeigt worden sind, sind einfach schwarz, wenn sie sagen, dass sie schwarz sind. Auch wenn sie einen nicht schwarzen Elternteil hatten. So. Und jetzt? Wollt ihr, wollt ihr Hautfarbenkarten machen? Wollt ihr Stammbaumforschung machen und dann sagen, okay, du darfst dich schwarz nennen und du musst dich mixed nennen? Oder wie? Was soll denn das? Du darfst die Privilegien haben, du nicht. Oder gar keiner darf die Privilegien haben, wenn wir nicht klar die Grenze ziehen können. Wenn wir nicht hier irgendwo eine Linie einziehen können, darf niemand die Privilegien haben. Privilegien, in Anführungsstrichen, sind ja nicht wirklich Privilegien, gegen die eigene Diskriminierung vorgehen zu können. Ist ja eigentlich eher das Gegenteil von einem Privileg. Ist ja eher eine Bürde. Aber so, was soll denn das? Ist ja Blödsinn. Dinge sind eben nicht eindeutig solche Dinge sind eben nicht immer ein eindeutig. Trotzdem, wenn wir gegen Diskriminierung vorgehen wollen, dann müssen wir antidiskriminierend tätig sein und dann brauchen wir auch Identitätspolitik, um gegen exkludierende Identitätspolitik vor vorgehen zu können. Wenn Rassisten gegen schwarze vorgehen, wenn Rassisten versuchen, schwarz aus der Gesellschaft zu exkludieren, dann müssen wir uns hinter sie stellen und akzeptieren, dass Schwarze eben auch Identitätspolitik dann machen müssen, gezwungenermaßen und dann sagen müssen: Passt mal auf, ich kann jetzt die N-Bombe benutzen und zwar empowernd um mir die Macht zu nehmen. Und wenn wir uns dann hinstellen und sagen: Ja, aber hier ist eine Hautfarbenkarte und du kannst mir gar nicht genau sagen, jetzt gucke ich erstmal noch in deinen Stammbaum rein. Du kannst mir gar nicht genau sagen, ob du das jetzt darfst oder nicht. Ja, dann verbünden wir uns mit den Rassisten weil wir dann den Rassisten die Macht geben, weil wir den, Rassist, den Rassisten dann mehr Diskursmacht geben. Allein nur aus einem, wenn wir Good Faith rangehen, so einem debate pro Blödsinnsargument, argument wenn wir Bad Faith rangehen, aus eigenem Rassismus. Weil wir es in anderen Bereichen, die uns auch selber betreffen könnten, eben nicht machen. Zum Beispiel Berufsunfähigkeit. Da machen wir das nicht. Da gehen wir nicht hin und sagen, definieren wir mal genau die Grenze. Wann ist denn jemand, ne? Kannst du gar nicht. Aha, okay, ja, dann sollten wir es abschaffen. Machen wir nicht. Machen wir nur bei sowas. Aber nein, Sinan ist ja auch betroffen, ja. Heißt nicht, wenn du betroffen bist, dass du dann immer nur dies, äh, die, 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 die Argumente tatsächlich auch verstanden hast. Ne? Und übrigens, was wir hier sehen, ist in der NBA schon völlig normal und wird durch zunehmende Migration und Durchmischung aller Völker, vor allem natürlich in Nordamerika und in Europa, auch immer normaler werden. Eine klare... Ethnische Trennung gibt es nicht mehr. Das ist vorbei. Wer damit nicht klarkommt, nehmt euch ein. Ja, erzählt das mal den Rassisten, die das machen, ne, dass das vorbei ist. Erzähl es mal den Rassisten, erzähl es mal den Nazis, erzähl es mal den Faschisten, die das machen, dass das vorbei ist. Ne, du kannst natürlich hinstellen und sagen: Das äh, habe ich jetzt hiermit beendet, indem ich bewiesen habe, dass es äh, eine Durchmischung der Ethnien gibt. Habe ich jetzt damit bewiesen, dass es vorbei ist? Nein, das ist es nicht. Solange es Rassisten gibt, solange es Nazis gibt, solange es Menschen gibt, die Menschen von anderen Ethnien tot sehen wollen oder deportieren möchten, ist es nicht vorbei. Und es ist eine fucking dumme, 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 dumme Positionierung, sich hinzustellen und zu sagen, das gibt es nicht mehr. Das gibt es überhaupt nur deswegen, weil es Rassisten gibt. Gäbe es keine Rassisten, würde sich niemand Gedanken um Hautfarbe machen, würde sich niemand Gedanken um Ethnien machen, würde sich niemand Gedanken darüber machen, ob man jetzt jemanden schwarz nennt oder nicht. Es wäre auch gar kein Problem. Das ist, wird nur zum Problem, weil es Rassisten gibt. Deswegen wird es zum Problem. Wenn du das jetzt umdrehst und sagst, ja, aber du kannst gar nicht dich als schwarz bezeichnen, weil du das ja gar nicht eindeutig zeigen kannst, dass du schwarz bist, ja, dann, was machst du dann? Auf welcher Seite stehst du dann? Ist das in irgendeiner Weise erstrebenswert oder produktiv? Ich glaube nicht. Taschentuch, aber bitte heut leise. Danke. Die Wahrheit ist, Menschen unterschiedlichster Couleur verlieben sich ineinander, bekommen Kinder und erweitern so das wunderschöne Spektrum der Hautfarben um immer mehr Nuancen. Wer meint, hier eine klare... Ja, das ist äh, jetzt auch nicht unbedingt was Neues, ne? Aber Gott, das ist nicht unbedingt jetzt was, was... Äh, was es äh, äh, sozusagen jetzt auf einmal so passiert ist. Wenn du dir zum Beispiel mal in Afrika anguckst, da sind auch nicht alle in allen Bereichen haben die gleiche Hautfarbe. Da gibt es riesige Unterschiede, je nachdem, wo du in Afrika bist, zum Beispiel. Und äh, da gab es auch Migration und Durchmischung und so weiter. Juckt aber die Rassisten nicht. Interessiert die nicht. Hm? Trennung machen zu können, ist wirklich kurz davor, auch Schädel wieder zu vermessen oder, oder Hautfarben mit, mit Spektrometern zu bestimmen. Ja, ganz ehrlich, lasst den Quatsch. Ja, aber das hat er ja. Es macht Zinan ja. Zinan hat da gesessen und Hautfarben mit Spektrometer bemessen und gesagt, du kannst ja hier keine Grenze ziehen. Leute, die Leute, die noch alle Tassen im Schrank haben, machen das ja eben genau nicht. Häufig ist der Blick in die Kommentare auf Social Media ja ein Blick in einen Abgrund. Doch bei diesem Posting haben mich die Kommentare tatsächlich mal beruhigt. Die absolute Mehrheit geht bei diesem Schwachsinn nicht mehr mit. Zum Beispiel hat Harris Rehan knapp 31.000 Likes auf seinen Kommentar bekommen. Come on, dude, why do you guys have to make everything about race? Warum muss immer alles auf Rasse bezogen werden? Harris und 31.000 andere Menschen sind davon nur noch genervt. Aber die Frage kann man natürlich. Ja, komischerweise komischerweise ist, sind die Leute immer dann besonders genervt, wenn es darum geht, äh, dass äh, man versucht, durch ähm, die, 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 die. Man kann natürlich darüber diskutieren, so. Man kann, man kann natürlich sagen, äh, I see no color. Ne? Auf keinen Fall sollte man irgendwie äh, irgendeine Besonderheit herausstellen. Aber dann gibt es ja nun mal in Amerika Machtgefälle und dass ähm, tatsächlich zwei Schwarze. In irgendeiner Weise in herausstechenden Positionen sind, ja, passiert eben sehr selten. So, weil, weil es eben Machtgefälle in den USA gibt und weil sehr wenig Schwarz und dann gibt es Rassisten, die eben genau für diesen Zustand sorgen, die genau für diese Unterdrückung sorgen. Und diese Rassisten, die sind, die, die sind davon äh, genervt, wenn sowas passiert. Und dann benennt man das, um sozusagen den Rassisten zu zeigen: ey, pass mal auf. Ihr könnt so viel rassistische Arbeit machen, wie ihr wollt. Ihr schafft es trotzdem nicht, das äh, zu verhindern, dass jetzt hier zwei schwarze Coaches gegeneinander in den NBA-Finals stehen. So. Das heißt, warum wird das jetzt auf Race bezogen? Ja, nicht, weil, weil man unbedingt alles auf Race beziehen möchte, sondern weil es Rassisten gibt, die einen Rassenkampf machen. Und das ist ein... Zugegebenermaßen nicht besonders effizient ist, nicht besonders, ich glaube auch nicht, dass das jetzt besonders viel im, im, in der antidiskriminierenden äh, Arbeit bringt, sowas, aber es schadet auch nicht. Aber sich darüber aufzuregen, das schadet. Hm. So, wenn man das Ganze kritisieren möchte, dass immer alles auf Rasse bezogen wird, ja, dann gibt es genug Angriffsfläche, nämlich bei den Rassisten. Trotzdem beantworten. Wieso wird das gemacht? Die Antwort ist Identitätspolitik. Dieser Beitrag hat einen politischen Hintergrund. Es ist der Versuch, irgendwie etwas für die Black Community zu tun, indem man zwei Trainer mit offensichtlich gemischter Herkunft instrumentalisiert. Die NBA erzeugt halt große Aufmerksamkeit. Und immer wenn es eine große Bühne gibt, wartet schon irgendein Idiot in den Startlöchern. Um seine politischen Ideen unters Volk zu bringen. Notfalls pinselt man dann auch zwei Herren einfach mal etwas dunkler an, als sie eigentlich sind, um irgendwie auf irgendwas aufmerksam zu machen. Aber, aber, aber worauf eigentlich? <laughs> Bei einer Pressekonferenz wurde Joey Missoula dann auch gefragt, ob es ein, ein besonderer Moment in seinem Leben sei. So, so als schwarzer Trainer, neben, neben Jason Kidd, dem, dem anderen schwarzen Trainer. For the first time since 1975, this is the NBA Finals, where you have two black head coaches. Uh, given the plight sometimes of black head coaches in the NBA, do you think this is a significant moment? Do you take pride in this? How do you view this or do you not see it at all? And is he er mächtig stolz or is it more or less egal? I wonder how many of those have been Christian coaches? Anstatt die Frage zu beantworten, antwortete er mit einer Gegenfrage. Äh, wie viele dieser Coaches waren denn zum Beispiel Christen? Anschließend eine sehr lange und sehr peinliche Pause. Ja, gute Frage. Man hätte auch fragen können, wie viele der Trainer waren denn bisher 1,80 Meter groß oder. Oder sind Star Trek-Fans oder, oder sammeln in ihrer Freizeit gerne Briefmarken. Nee, kann man eben nicht fragen, weil all diese, diese Eigenschaften nicht von einer äh, Gruppe von Menschen genutzt werden als Argument, diese Menschen zu töten. Es gibt niemanden, der sagt, wir sollten Briefmarkensammler umbringen. Es gibt aber jede Menge, die sagen, schwarze Menschen sollten am Baum aufgeknüpft werden. Ne? Und das ist eben der Unterschied. Das ist der Unterschied. Warum warum eben identitäre Politik? Ich finde die Frage auch weg, also muss ich sagen, bei dieser Pressekonferenz, die Frage ist so: das ist so eine Frage, ich glaube, das nervt einen irgendwann so richtig hart, ne? Wenn du halt ein, äh, ein schwarzer Coach bist und die ganze Zeit drauf angesprochen wirst, das fuckt einen irgendwann ab. So, deswegen kann ich absolut nachvollziehen, die Antwort, ne? Absolut nachvollziehen. So, äh, aber zu sagen, naja, das ist ja wie Briefmarken sammeln oder wie Christ sein oder sonst irgendwas, nee, es ist es ja eben nicht. Es ist es eben nicht. Also es tut mir leid, aber es ist einfach eine Tatsache, die versucht wird hier zu leugnen. Ach so, das interessiert niemanden. Ja, aber wieso juckt dann die Hautfarbe so sehr? Dass Joey Missoula diese Frage einfach abschmettert, kann natürlich nicht sein. Also wurde er in einem anderen Interview nochmal noch mal genauer gefragt. Ja, der wurde wahrscheinlich in 50 Interviews danach gefragt, deswegen ist er wahrscheinlich davon auch abgefuckt. Really doesn't matter. Wir müssen die Wahl treffen, wie wir uns selbst sehen und ob es uns kümmert, wie andere uns wahrnehmen oder nicht. Man kann das Ganze aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Ich bin halb Afroamerikaner, halb Italiener. Die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben aber getroffen habe, ist, dass ich beschlossen habe, mein Leben aus keiner dieser beiden Perspektiven zu sehen. Die Sichtweise, durch die ich das Leben betrachte, ist das Christentum. Tja, was. Okay, jetzt erklärt sich auch die Antwort eben, ne? Ja. So. Keine Ahnung, aber ey, ist ja auch sein gutes Recht. Ist ja sein Kann er ja sagen, kann er, kann er sagen, so, von wegen juckt mich alles gar nicht mit der Hautfarbe und so weiter. So, juckt mich nicht. So, vollkommen. Ich verstehe auch, dass man genervt ist von der Frage. Verstehe ich auch. Andererseits gibt es Millionen schwarzer Amerikaner, Kids, die Fans sind von ihm. Und die sich mit ihm identifizieren, weil er der gleichen Ethnie auch angehört und weil sie eben, weil er sich der gleichen Ethnie anhört und deswegen dann auch stolz drauf sind, dass er im Finale ist. Das gibt es. So. Ist das cool? Nein. In, in, der, in, der, Ide in der idealen Welt gibt es das nicht. In der idealen Welt würde man sich nicht mit, mit irgendeiner Ethnie identifizieren und deswegen stolz auf einen schwarzen Coach sein, der im Finale steht. Aber in einer rassistischen Welt, wo Schwarze an jeder Ecke unterdrückt werden, an jeder Ecke. Äh, diskriminiert werden in den USA. Dass man sich dann schwarze Vorbilder sucht und stolz drauf ist, wenn so jemand als Coach im Finale der NBA steht, ist doch was absolut nachvollziehbares. Und dass das dann auch ein Thema ist, ist auch was absolut nachvollziehbares. Und es liegt nicht an der Identitätspolitik von irgendwelchen Schwarzen oder von irgendwelchen Woken, sondern es liegt am Rassismus der Rassisten. Weiß nicht, wie oft ich mich jetzt noch wiederholen soll, aber... Ne? Was soll man sagen? Joey Missoula betrachtet sich nicht durch die Linse der schwarzen Identität. Für ihn zählt, dass er ein gläubiger Christ ist. Das holt mich jetzt auch nicht komplett ab, <laughs> zeigt aber sehr schön, dass Identität und die Dinge, mit denen wir uns identifizieren, völlig unterschiedlich sein können. Das ist am Ende einfach eine individuelle Entscheidung. Identitätspolitik versucht aber, Menschen von außen in diese Identitäten einzuteilen, was oft dann eben peinliche Momente verursacht. Niemand spricht für eine gesamte Gruppe. Am Ende spricht jeder nur für sich selbst. Nicht... Ja, toll. Ne? Kumbaya, mein Lord. Holen wir die Gitarre raus. Holen wir die Gitarre raus und singen miteinander. Weil es gibt ja keinen, es gibt ja keinen strukturellen Rassismus. Wir sind ja alle nur Individuen. Na? Jeder, der einen etwas. Aber tut. Sinan macht den gleichen Denkfehler jetzt seit fucking fünf Jahren und er merkt, also er rafft. Entweder will er den gleichen, dass also er den gleichen Denkfehler immer wieder macht, will es nicht verstehen. Ich meine, er hat ja auch noch nie irgendein Gegenargument gebracht gegen die, die, das Debunking des Denkfehlers. Hat er noch nie. So? Entweder will er es nicht verstehen. Oder es ist halt einfach sein Content für seine Crowd, was er halt bedienen muss. Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Oder er ist zu blöd, aber das glaube ich eigentlich nicht. Hautton hat, identifiziert sich, spricht automatisch für die Black Community. Nicht jeder, der vielleicht schwul ist, spricht automatisch für die Queer Community. In diesen Identitäten und Gruppen. Ja, natürlich nicht. Es behauptet ja aber auch niemand. Niemand behauptet. Dass jemand, der queer ist, automatisch für alle queeren Menschen spricht. So wie ich zum Beispiel als jemand im Autismus-Spektrum nicht für alle Autisten rede. Oder jemand, der schwarz ist, nicht für alle Schwarzen rede. Das ist ja auch, das hat ja noch nie jemand behauptet. Das ist ja ein kompletter Strohmann. Niemand nimmt das an. Und wenn du jemanden fragst, ey, bist du stolz, als Schwarzer im Finale zu stehen, dann steckt in der Frage nicht drin, dass die Person jetzt für alle Schwarzen redet. Das ist nicht drin in der Frage. Das wird da rein interpretiert. Und zu denken, sie politisch und medial in den Fokus zu rücken, ist der eigentliche Fehler. Und für Kulturkampf: Ich würde tatsächlich den, den äh, äh, ähm, Kampf der, der, der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA gegen die Unterdrückung nicht unter den Kulturkampf fassen. Ich würde es nicht unter den Kulturkampf fassen. Vielleicht fragen sich manche jetzt, aber was hat denn das mit Deutschland zu tun? Tja, diese merkwürdige Denkweise sickert halt leider mehr. Weil der Kulturkampf ja eine Platzhalterdebatte ist. Kulturkampf bedeutet, ich mache eine absurde Platzhalterdebatte, die nichts mit der eigentlichen Debatte zu tun hat, um abzulenken und Leute in die rechtsextreme Richtung zu, zu, zu bringen. Der Kampf der Schwarzen. In, in den usa ist ein kampf gegen strukturellen rassismus dagegen ermordet äh, äh, ermordet zu werden, ähm, eingesperrt zu werden, geschlagen zu werden und so weiter. das ist ganz, ein ganz direkter kampf gegen ganz direkten nackten blanken rassismus. das ist nicht kulturkampf, platzhalterdebatte. Und mehr auch bei uns ein. Und äh, eine Partei scheint hierfür leider besonders anfällig zu sein. Und ich sage wirklich leider, weil es mir weh tut, diese Entwicklung mit anzusehen. Und also wirklich nochmal, falls jetzt irgendwer aus dem SIF das jetzt hier sich angucken sollte oder so, falls das auf YouTube kommt. Ja, ich weiß, äh, dass es hier äh, jetzt noch nicht angesprochen worden ist, der strukturelle Rassismus in den USA von Sinan. Ja? Das weiß ich. Ja, das ist, spielt aber auch keine Rolle. Weil gerade das Ignorieren des strukturellen Rassismus, während man das Symptom anspricht, ja gerade das Problem ist. In letzter Zeit fällt es mir doch des Öfteren auf, dass viele meiner Zuschauer rechts geworden sind. Atombombe auf Deutschland, dann ist Ruhe im Karton. Rick Guevara, danke dir. Vielen Dank für ein halbes Jahr. Das ist ja gerade das Problem, dass ihr das... Dahinterliegende strukturelle Probleme wissentlich ignoriert. Vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht kommt es ja noch. Bisher nicht. Grünen Politikerin Katrin Göring-Eckert twitterte am Mittwoch zehn Minuten nach dem grandiosen. Ja, der, <laughs> der Tweet war wirklich whack. Den habe ich ja auch hier im, im, im Stream besprochen. Also der war wirklich komplett Banane, der Tweet. Sieg der Deutschen gegen Ungarn folgendes diese mannschaft ist wirklich großartig stellt euch kurz vor da wären nur weiße deutsche spieler regenbogen 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 ach du meine güte 13, banger, tweet. banger tweet absoluter banger tweet ja. muss ich jetzt auch noch von der deutschen nationalmannschaft eine grafik erstellen und die menschen nach hautfarbe sortieren Du bist, du bist schwarz, du bist weiß. Ja, okay, also er verkackt auch da wieder. Die, warten wir mal ab, was er noch dazu zu sagen hat. Aber er verkackt ja bis jetzt da auch wieder die Analyse. Aber ich bin doch einfach nur Musiala. <laughs> nee, also das Problem an dem Bärbox, sag ich schon, äh, Göring Eckert-Tweet, ist äh, positiver Rassismus. Im Sinne von, nur die Schwarzen können ja die Tore für uns schießen. Das ist eines der Hauptprobleme daran. Äh, und dass sie eben tatsächlich auch diese, diesen, diese, dieses Hautfarben-Ding... Äh, äh, sozusagen versucht sozusagen gegen Rassismus anzugehen, indem sie selber positiv rassistisch ist, was keinen Sinn ergibt. Das ist das Problem daran. Aber gut. Mama mit deutsch-polnischen Wurzeln, Papa aus Nigeria. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele wir eigentlich noch brauchen. Und dahinter ja auch so ein bisschen, man kann da ja reininterpretieren nach dem Motto, ah, die sind zwar, die sind zwar nicht weiß, aber immerhin schießen sie ja Tore für uns. Ne? Wenn man jetzt böswillig ist, kann man das da reininterpretieren. Also, ja, der Tweet ist einfach komplett bescheuert gewesen. Dieses Einteilen in Schwarz und Weiß, das macht mich wirklich fertig. Das ist so unfassbar dumm, nervig und vor allem, es ist rassistisch. Die Kritik an Katrins Tweet war dann auch so dermaßen heftig. Dass ja, ich habe da auch einen äh, Kritik-Tweet zu verfasst, tatsächlich. Äh, aber die, die meiste Kritik war jetzt nicht, dass Leute gesagt haben, es gibt doch gar kein Schwarz und Weiß, so wie sie dann das hier suggeriert. Sondern eher di dieser positive Rassismus, der da drin steckt, äh, den äh, zu, zu äh, rauszustellen. Ne? Ähm so. Es gibt nun mal Schwarz und Weiß und es gibt Leute, die äh, diesen, diesen Umstand nutzen, um Menschen töten zu wollen. So, ich weiß nicht, was daran so schwer ist zu verstehen. Und dagegen muss man vorgehen. Dass sie ihn kurz darauf löschte und folgende Erklärung abgab. Habe meinen Tweet gelöscht. Tut mir leid, wie ich formuliert habe. Mich hat aufgeregt, dass 21% der Deutschen es besser fänden, wenn mehr Weiße in der Nationalmannschaft wären. Ja. Ich bin stolz auf diese Mannschaft und wünsche mir, dass wir auch die 21% noch überzeugen. Warum eigentlich Weiße? da Auch komplett die Lulu der Twitter, ne? In Anführungszeichen. Erklär doch mal bitte, du hast doch damit angefangen. Wer ist denn weiß? Ist, ist das musst du die 21% Rassisten fragen. Er adressiert die vollkommen falsche Zielgruppe. Du musst diese Rassisten fragen, die sagen, ich will mehr Weiße in der Nationalmannschaft äh, haben. Musst du fragen, warum? Was soll der Scheiß? Und wer ist überhaupt weiß? Wäre ja anstrengend, ja, wäre ja anstrengend, ne? günduan weiß oder oder schwarz. Falls ihr euch fragt, woher denn diese 21% genau kommen, das ist das Ergebnis einer ARD Umfrage, die sie noch schnell vor der EM angefertigt haben, um möglichst viel Irritation, Politik und Stress in die Mannschaft zu bringen. Ach so, Quatsch, nein, um natürlich den Rassismus endgültig zu besiegen. So natürlich. Bundestrainer Nagelsmann. Ja, da werden jetzt irgendwelche Intentionen reininterpretiert. Kann man machen, ist blödsinniger Populismus. Aber gut, ist halt einfach eine Umfrage. Eine Umfrage, wie viele Menschen ne, eben rassistisch sind. So, und dann kommt 21 Prozent raus. Einfach eine Umfrage. Herr Rasist wer sind die Weißen? Ist Hugo ein POC? <laughs> ja, ich glaube, das ist POC habe ich gehört. Fand die Fragestellung im Übrigen auch nicht so prickelnd. Dass ich allein die Fragestellung auch ein Wahnsinn finde, dass wir im Öffentlich-Rechtlichen sowas, äh, so eine Frage stellen. Wir haben kurz darüber gesprochen, als ich, äh, ich glaube am Montag warst, wo du mich informiert hast, ähm, war ich schon schockiert, dass sowas, äh, so Fragen gestellt werden. Ja, ne, wenn man nämlich nicht nach dem Rassismus fragt, dann gibt es ihn nämlich auch nicht. <laughs> Hallo, ich bin Sinan. Fragt einfach nicht nach dem Rassismus, dann gibt's es den nämlich auch nicht. Hallo, ich bin Sinan. Wenn wir einfach so tun, als gäbe es kein Schwarz und Weiß und als gäbe es keinen Rassismus, dann gibt's es auch nicht. Wir müssen einfach so tun, als, ne? Und dann passt das schon. Dass dann Menschen gibt, die darauf antworten, auch. Völlig korrekt. Die Frage ist bescheuert. Und darauf zu antworten eben auch. Ich kann ja Katrins Ärger über diese 21% durchaus nachvollziehen. Das Problem ist aber folgendes: Wenn du eine Frage so stellst, dann übernimmst du ja schon das Konzept von Rassisten, es gäbe Weiße und Schwarze. Hey, du kannst ja auch einfach die Frage so beantworten, dass du einfach sagst, so, nein. Du kannst einfach sagen, nein. So. Und es ist kein Konzept von Rassisten, dass es Schwarze und Weiße gibt sondern es ist ein Konzept von Rassisten, dass sie sagen, die Schwarzen sind minderwertig. Das ist das Konzept der Rassisten. Nicht, es gibt Schwarz und es ist Schwarze und es gibt Weiße. Junge, junge, junge. Frage ist bereits die Spaltung. Der Nährboden für rassistisches Denken. Das ist eigentlich das, was wir überwinden wollten. Ah, okay, okay, also warte mal, wenn ich jetzt einen Rassisten frage, ähm, bist du rassistisch? Ja. Dann bin ich als Fragesteller das, das Problem, wenn er dann sagt Ja. Oder wie? Ich meine, es zwingt einen ja niemand, da Ja zu sagen bei der Frage. Jetzt kann man sagen: Okay, ist aber eine Suggestivfrage, ne? Nee, ist es nicht. Nicht so wirklich. Das, die Frage ist: Wünschst du dir mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft? Und dann kannst du auch einfach sagen: Nö. Feierabend. So, und wir alle wissen eine Sprache, ich zum Beispiel bin weiß. So, ja. So, ich kann jetzt so tun, als gäbe es das Konzept nicht, dann wird aber Rassismus nicht verschwinden. Wenn ich mich jetzt hinstelle und so tue, als gäbe es das Konzept gar nicht, ja, und als gäbe es diese Konstruktion nicht, wird Rassismus nicht verschwinden. Und wenn ich sage, ich bin weiß, bin ich auch nicht rassistisch. Ja, ich bin rassistisch, also dann erkenne ich einfach Tatsachen an. Ja? Ich bin rassistisch, wenn ich sage, ich bin mehr wert, weil ich weiß bin. Es ist ja wirklich der, der, der dümmste Denkfehler. <laughs> Musiala, mixt. Jonathan Tarr, mixt. Deutschland, mixt. Dass es knapp 20% ja, in der Bevölkerung mixed. gibt, die das nicht wahrhaben wollen und sich irgendein merkwürdiges, ethnisch reines Deutschland zurückwünschen, ja, das ist bitter, ist aber auch keine neue Info. Tut mir doch bitte nur einen Gefallen und übernehmt nicht deren Konzepte. Teilt Menschen nicht in genau die Gruppen ein, wie es nur Rassisten machen. Es ist komplett, also, das, das wird ja, bedeutet ja letzten Endes auch, dass du dich als Betroffener von Rassismus, ähm, der von, von diesen Rassisten identitär angegriffen wird, gar nicht wehren darfst. Also, das würde ja, das ist, bedeutet ja, Sinans Argument zu Ende gedacht, bedeutet ja, du darfst dich gar nicht wehren. Weil, wenn du dich hinstellst und sagst dann so, Black Lives Matter, ne? so, du wirst angegriffen und so, Schwarze sollen, sollen sterben oder Deutschland verlassen oder sollen re werden oder sonst was, und du stellst dich dann hin und, und dann darfst du nicht sagen, Black Lives Matter, dann darfst du nicht aufstehen und sagen, hey, ich bin schwarz, aber das ist cool so, darfst du nicht. Weil dann übernimmst du ja das Konzept der Rassisten. Also nimmst du sozusagen der Gegenbewegung mit der Argumentation davon Sinan sämtliche Mittel, um dagegen vorzugehen. Es ist ein Appell des Schweigens, was er da vorträgt. Er appelliert daran, dass wir alle schweigend den Rassisten zugucken. Weil, wenn wir das nicht tun, dann sind wir selber diejenigen, die deren Konzepte übernehmen, wenn wir dagegen vorgehen. Absurd. Bitte. Danke. woche Real Talk. Oh, jetzt kommt Real Talk. Hilfe. Auf dem Instagram-Kanal meiner lieben Kollegen vom Volksverpetzer habe ich ein wunderschönes Video mit Robert Habeck gesehen. Okay, das war jetzt das ganze Thema oder was? Ja gut, also das ist wirklich kompletter, kompletter äh, äh, Meltdown da. Also was war denn das wieder für eine Argumentation? Ne, wirklich. Wie kann man sich das angucken und sich denken, ja, so das ergibt schon Sinn, was der Sinan da sagt, ne? Das ergibt schon sehr viel Sinn, tatsächlich. Okay, jetzt kommen wir zum Problem der Grünen anscheinend. Hm. Bin sehr gespannt. Äh, für. Äh, willst also, du das auf YouTube das hochladen, okay, Mirana? Es ist mir egal, ob ich einen Shitstorm bekomme. Aber ich bin vorhin reingekommen und finde das Thema äh. etc. gut aber für meinen Geschmack unterbrichst du das Video zu oft nur um hm. sie No Willst du das in zwei so Teilen ich machen? Mir das leider nicht so gut Oder willst du nur den ersten Teil, ich dann mache ich jetzt kurz eine Verabschiedung. Ein und dann deine Gedanken dazu hohen, statt immer wieder aus dem gerissen zu werden. Okay, dann mache ich kurz einen Abmod, ne? Äh, ja, also äh, das war Sinans Analyse zum Rassismus in Deutschland und in den USA. Ähm Lasst einen Daumen oben da oben. Äh, lasst einen ne, ich mach nochmal neu. Lasst einen Daumen oben da oben. Was ist das denn? <laughs> äh, so, okay, das war Sinans Analyse zum Rassismus in den USA und in Deutschland. Ähm, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo, wenn ihr wollt. Ähm, wir sehen uns YouTube. Haut rein.